So, ich habe gerade mehrere Zauberduelle gemacht. Der letzte Spielstand ist genau an der Stelle, wo die Sequenz vor uns kam, bevor man in die große Halle geht. Ich habe jetzt dieses 200-Duell gemacht. 200 Bohnen setzen, 200 Bohnen gewinnen. Ich empfehle euch, das zu machen, bevor ihr es kauft, weil wenn ihr 15 Bohnen, könnt ihr keine 200 Bohnen setzen. Wie wäre es mit einem... Was verkaufst du denn? Ich habe eine silberne Bildkarte. Mit ihr wurde noch nie gespielt. 1550 Bohnen. Reicht das für alle? Werden dich deine Freunde beneiden, Harry. Sehr gut. Es tut mir leid, aber ich bin total ausverkauft. Komm später noch einmal vorbei. Das heißt, es gibt auch einen Bronzeverkäufer. Deswegen übrigens ist auch egal, welche Reihenfolge wir die finden. Deswegen gibt es so keine Lücken wie im ersten Teil bei den Bildkarten. Weil immer eine Bildkarte, die wir finden, wird gleich ersetzt. Das heißt, die 50. Bildkarte ist immer der hier. So, wo waren wir gewesen? Das fehlt noch. Cyprian Yaudel. Oder Yaudel, Yaudel. 1312 bis 1350. Einziger Quidditch-Schiedsrichter, der während eines Spiels durch einen Fluch zu Tode gekommen ist. Es kann nie ermittelt werden, wer der Urheber des Fluchs war. Oh oh. Ist da irgendwo was zu sehen? Cleodna, Mittelalter. Daten von irische Druiden. Die Fände von Mundtau entdeckte. Ne, Moment, jetzt habe ich es auch fast schon eingesammelt. Weil das ist neu. Quenong Jones, geboren 1968, Kapitänin der einzigen nationalen Quidditch-Frauenmannschaft. Ist doch wahrscheinlich möglich, die unterschiedliche Richtung zu finden, Reihenfolge zu finden. Interessant. Und als letztes Dunbar Oglethorpe, geboren 1968, Vorsitzender von Quabble, Quidditch Union für die Administration und Besserung der britischen Liga und ihrer Ergebnisse. Okay, wir haben alle Silbergarten. Das ist wunderbar. Das ist echt schön, dass es so eine Auffüllmechanik gibt von diesen Karten. Und jetzt wollen wir doch mal... Na? Mrs. Norris? Nein. Okay. Das heißt, ich muss die ganze Herausforderung nicht machen. Ich muss nicht rauskriegen, wo ich die eine Karte noch vergessen habe. Das ist echt... ich würde mal sagen, sehr beruhigend. Und damit ist es auch egal... Na, jetzt natürlich nimmt ein bisschen die Realität aus dem Spiel, wenn man es so nennen kann. Weil demnach... jeder Kartenverkäufer, wahrscheinlich Silberkartenverkäufer, immer die Silberkarte hat. Nicht nur einer, der sagt, ich habe die einzige Silberkarte, sondern das sagt jeder und die gibt es notfalls auch zu finden. Ja, das ist schade. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe ja extra gespeichert. Was befindet sich jetzt dahinter? Das sind Karten. Goldne. Ach, Goldkarten. Hier sind die. Wie viel sind es? 11. Das heißt, hier kann man irgendwas finden und dann hier diese Goldkarten freischalten. Cool. So, das heißt, jetzt ist hier ein Parcours mit 0 von 0 Geheimnissen. Also kann der jetzt nicht so umfangreich sein, oder? Ach nee, wir müssen jetzt in der Zeit das rauskriegen. Okay, da ist hier ein Elastum. Hätten wir schon eher uns holen können. Erste gefunden. Oh, guck mal, sogar mit mehreren Ebenen. Moment, jetzt möchte ich wissen, wer ist das? Das ist Bertie Bott, geboren 1935, Erfinder der Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Haben wir den. Ist das denn für immer freigeschaltet? Ich fahre langsam nach oben. Okay, sind also Herausforderungsräume aneinander gesetzt. Die Frage ist halt nur, ob ich die jedes Mal wieder alle durchgehen muss, um die letzte Karte zu finden. Oh, schöne Idee. Das ist natürlich Albus Dumbledore, Schulleiter von Hogwarts. Kein Geburtsdatum. So, haben wir schon mal zwei. Das sind offensichtliche Rätsel, deswegen erwarte ich nicht, dass da ringsrum was ist. So. Die Karte, okay, die fliegt hier hoch.
Das heißt, wir müssen sie irgendwie andersweitig springen. Zum Beispiel, wenn wir seitlich springen. So. Und es ist... Godric Gryffindor, Zauberer aus dem Mittelalter, Daten und bekannt, Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eins der vier Häuser benannt. Genau, gab es auch schon im ersten Teil. Okay, man kann das die Rätsel auch auslassen, weil wir gleich mal. So, das ist einfach nur Entschleimung, damit ich schneller hochkomme. Entschleimen! Ist ja ein Weg, wo ich wenigstens Schleim habe. Ja, hier zum Beispiel. Moment, wenn ich den Schleim reinkriege. Entschleime! Stehen halt. Nein. Entschleimen! Gibt's zwei Wege, das verwundert mich gerade. Herpo der Üble, alter Grieche, erschuf den ersten Basilisken. Da drüben geht's irgendwo lang. Okay. Das sind die. Die kann ich ja echt einfach wegrennen. Muss ich nicht mal bekämpfen. So, und ich kriege dafür. Salazar Slytherin, Slytherin, Zauberer aus dem Mittelalter, Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eins der vier Häuser benannt. Okay. So, die nächste Karte dort hinten, das ist bestimmt davor irgendein kleines Bösartigkeits-Etwas. Nein? Nein? Okay. Dann kriegen wir die Helga Hufflepuff, Hexe aus dem Mittelalter, Daten und bekannt, Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihr wurde eins der vier Häuser benannt. Okay. Zeit auf Zeit, komm, das kriegen wir hin. Alle Goldkarten. Alle Aurora! Das haben wir oben gesehen. So, hier gehen wir eine Runde. Warum haben die so einen Raum? Okay. Der wird jetzt sinnlos Zeit fressen. Ach, weil jetzt Lumos technisch hier aus ist. Eins. Zwei. Drei. Und da ist Montag Knightley. 1506, 1588, Zauberer Schachweltmeister. Okay, auch nicht schlecht. Ich könnte mich auch runterfallen lassen, oder? So, jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Wir könnten. Okay, Moment. Alles klar, wenn wir es zur Seite schubsen, machen wir automatisch den Weg frei. Gemein. Wer denkt, der kann einfach so hochgehen? Okay, der Raum frisst ein bisschen Zeit. An der Seite geht's. Ah, nein. Das ist eine gemeine Falle. Diesmal muss ich so. Da wäre die andere Richtung sogar schneller gewesen. Wir rennen dran vorbei. Weil. Entschleime! Defendo! Entschleime! Deswegen haben wir übrigens am Anfang so einen Schaden gekriegt. Schleim. Weil wir eh genug Lebensbalken kriegen. So, und wir kriegen hier. Das ist Paracelsius, 1493 bis 1541, Zeitgenosse von Kopernikus und Leonardo da Vinci, ein Genie, der die mittelalterliche Denkweise mit seinen kühnen Theorien in Frage stellt, Entdecker der Parselsprache. Paracels, lustig. Defendo! So, damit hätte man hier eine... Warum geht's hier nochmal? Elasto! Ah, Abkürzung. Und wir finden hier... Bewegt die sich sogar? Habt ihr gesehen, die Karte bewegt. Bei den anderen auch? Ne, das ist nur die Karte. Komischer Fehler. Das ist Charlotta Pinkstone, geboren 1922, wollte das Geheimhaltungsabkommen aufheben und den Nichtmagen erzählen, dass es Zauberer gibt. Miss Pinkstone wurde mehrfach verhaftet, da sie sich nicht davon abhalten lassen wollte, Magie an die Öffentlichkeit zu praktizieren. Okay, eine, die es veröffentlichen wollte. Ich glaube, allgemein sind hier die ganzen Effekte mit Bildern überlagert in das. Die Karte rein und nicht die Karte selber ist ein Bild von allem. Hübsch, das sieht man da an dem Fehler, ja. So, uns fehlt eine Karte, kommt. Die Gänge sehen zwar immer sehr ähnlich aus, aber okay, was kann man hier machen? Man kann. Achso, wie weit die hoch sind. Sagt, wie groß da. Ah, alles klar.
Das sollte reichen, da hochzukommen. Muss ich da noch bis zum Ausgang schaffen? Ich hab ja dann alle. Ravenclaw fehlt noch. Ne, 10. Achso, wartet mal. 5. Stimmt, 10. Das ist Rowena Ravenclaw, Hexe aus dem Mittelalter, Mitbewohnerin von Hogwarts. Nach ihr wurde eins der vier Häuser genannt. Okay, gut. Mist, jetzt muss ich aber schnell das noch ändern. Wie viel Zeit haben wir noch? Lipendo! Lipendo! Okay. Aber auch schön, solche Rätsel. So kommt eine Karte. Noch. Ich wüsste manchmal gar nicht, welche Richtung ich gehen muss, wenn hier wirklich ich alles nochmal machen muss. Hier kann man irgendwas. Oh. Da entsteht eine Plattform. Ah, okay. Krieg ich das hin? Cool, genau das, was ich wollte. Sie haben es gemacht. Und wir haben die letzte Karte. Und es ist Harry Potter, der Junge, der überlebte. Ist die 100. Ist das nicht schön, wir haben unsere eigene Karte. Und damit haben wir all diese 11 Karten beim ersten Versuch geholt. Cool mit denen. Genau wie sie die Bilder übereinander gesetzt haben. Hier ist ein kleiner Effekt, ein Magieeffekt. Hübsch. Das für die Schüler gebaut, die einfach gut sammeln können. Hufflepuff. Schach. Parselsprache. Die Welt bringen. Rowena. Hätten wir es anders in einer anderen Reihenfolge finden können? Nee, das war ja eigentlich schon relativ klar. Stimmt. Sagt eigentlich was dazu? So, das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch in diesem Schuljahr machen können, das sind noch zwei Quidditch-Spiele. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich dort. Ein wunderbarer Tag für ein Quidditch-Spiel! So, ein Ravenclaw. Regen oder Sonne. So, mal gucken, ob ich das genauso noch mal hinkriege, wie es letzte Mal. War das der Schnatz? Seht euch nur Potter an! Ravenclaw hat einen kleinen Vorteil übrigens. Ja, genau, das war ja mit der Maussteuer. Da kommt der Super von Ravenclaw! Nein, nein, nein. Und tschüss. Daneben! Hat er ihn? Nein, der Schnatz ist abgehauen! Der Ravenclaw-Super hat den Schnatz im Blick und lässt sich nicht abschütteln! Doch. Ein Klatscher hat es auf Harry abgesehen! Versperr ihm den Weg! Er dreht, greift nach dem Schnatz und... Daneben! Halt überhaupt mal, die Übersicht zu haben über alle Sachen ist eigentlich auch schwierig als so ein... Seht euch nur Potter an! Bei so vielen Sachen, die hier passieren. Die Zuschauer sind außer Rand so, und Band. Los, Harry Potter! Ja, die letzten Minuten. Ja, sehr gut. Mit euch. Klasse gemacht. Cool. Erstes Spiel gewonnen. Gryffindor gewinnt! Lee Jordan wünscht allen eine gute Nacht. Okay, und dann noch das letzte Spiel. Gegst du das nochmal? Ein wunderbar... Ich überspringe mal die... Einführung. Der Schnatz ist im Spiel. Und es ist Malfoy. Da kommt der Super von Gryffindor. Oh, du spielst ein wie ein Nicht-Magier, Potter. Oh, der hat... Oh, der hat aber... Was war das? Hast du auf die Schulter getippt? Okay, der ist... was ist mit dem los? Wir müssen... Schlägt er so gut? Du schlägst zu wie ein richtiger Nicht-Magier, Potter. Der baut echt schnell seine... Ich dachte, ich hab's raus. Jedes Kleinkind schlägt härter zu als du, Potter. Okay, er ist weg. Der Schnatz konnte Malfoy so gerade noch entkommen. Potter ist hinter ihm her. Jetzt geht dem Raben, der das Spielfeld umgibt, so richtig die Post ab. Ein bisschen Fantasie kann man sich jetzt dem Raben vorstellen. Bei mir klappt's jedenfalls. Oh. Beim Quidditch kann einfach alles passieren. Es kann sogar sein, dass oh. Oh Gott, kann ich aber viel so einen Trank nehmen? Ja, wir haben ihn! In diesem Jahr geht der Quidditch-Pokal an Gryffindor! GZ und der Grafikpokal auch nicht dafür. Damit, meine lieben Hexen und Zauberer, ist die diesjährige Saison zu Ende. Der Quidditch-Pokal geht dieses Jahr an Gryffindor! Wuhu!
Wir haben Quidditch gewonnen. Snape, hast du so wen? Lockhart, Flitwick bei Ravenclaw. Yeah. Epicness. So. Okay, damit haben wir alle Spiele geschafft. Das letzte Spiel sogar ein bisschen erneut. Haben wir dadurch die Punkte geerntet? Ja, ein bisschen mehr haben wir noch geholt. Jetzt haben wir das alles gemacht. Jetzt gehen wir nochmal rein zum Endscreen. Ich meine, wir haben jetzt alle Bildkarten. Wir haben alle Quidditch-Turniere geholt. Gut, wir haben nicht alle Geheimnisse gefunden, aber haben wir die Bildkarten, ist alles erledigt. Ist jetzt irgendwas anders an der letzten Sequenz? Das hätte ich cool gefunden. Hätten sie da irgendwie jetzt noch ein bisschen... Die gucken wir uns noch an und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von dem zweiten Teil. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Die Truhen haben schon längst geöffnet. Bitte alle mal herhören. Der Schulleiter möchte etwas sagen. Ruhe! Noch kann ich euch Hauspunkte abziehen. Mit der Hauspunkteauswertung endet ein aufregendes Schuljahr. Ich möchte keine großen Reden schwingen, sondern gleich mit der Verleihung des Hauspokals beginnen. Meinst du, wir haben dieses Jahr wieder gewonnen? Nee. Na gut, dann verabschiede ich mich von Harry Potter Fans und wünsche euch viel Spaß beim dritten Teil, den wir bestimmt bald anfangen werden. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss.